Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zum Online-Kongress Was dich nährt, die Weisheit der Natur von Permakultur bis Selbstversorgung. Heute habe ich Marco Heckel bei mir von Triaterra und ich freue mich, dass er so kurzfristig Zeit gefunden hat und zugesagt hat. Hallo Marco. Hallo, ja, wenn ich mein Haus nicht verlassen kann, ist das kein Problem. Wunderbar, das hat ja schon mal was Positives. Marco, für die, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, also ich bin der Chef, der Inhaber der Firma Triaterra. Wir sind hier in Mecklenburg, auf der Hälfte zwischen Berlin und Hamburg, in einem kleinen Dorf, 100 Einwohner. Und ich habe 10 Mitarbeiter. Wir stellen Mikroorganismen her. Da haben wir angefangen mit EM, effektiven Mikroorganismen. Und mit denen man ja alles Mögliche machen kann, von Trinken, Putzen, Garten, Gießen, Kompost und so weiter. Und sind 2009 auf das Thema Terra Preta gestoßen. Schwarzerde mit Holzkohle, diese Amazonas-Indianer-Schwarzerde. Und da sind wir über den Dr. Heiko Riefler drauf gestoßen und der hat uns auch gleich mit seiner Komposttoilette in Kontakt gebracht. So, also das haben wir dann gleich mit ins Programm aufgenommen, weil das zu EM passt wie die Faust aufs Auge, zu diesen Mikroorganismen, dass die gleich ihr Haus haben in der Holzkohle und dementsprechend haben wir heute einen gut laufenden Internetshop. Keine Ahnung, heute haben wir 150 Pakete versendet. Und wir stellen diese Komposttoiletten her, mit denen man mit selber Schwarzerde produzieren kann. Wir stellen die Mikroorganismen her, diese effektiven Mikroorganismen. Und alles drumherum, was zu EM und Terra Preta gehört. Wunderbar. Jetzt möchte ich mich zuallererst mit dir über, wie heißt das, Trockentrenntoiletten, sprich genau. Komposttoiletten unterhalten. Genau. Erzähl mal einfach rundherum, warum, wieso, weshalb. Ja, also was ja vielen nicht klar ist, die denken immer so, also man kann es so schön an der Biolandwirtschaft klar machen, der Biolandwirt oder die auch meinetwegen einfach beim Biolandwirt kaufen, sagen, das ist ja eine tolle Sache, der hat sein Mist, der kommt wieder auf den Acker oder auf die Wiese und dann erntet er und dann ist der Kreislauf geschlossen. Wunderbar. Und so könnte das ewig weitergehen. Aber da vergessen wir den wichtigsten Faktor, dass wir diese ganze Geschichte Landwirtschaft für uns machen, für die Menschen, dass wir die hochwertigsten Produkte, Nährstoffe, Mineralien, Vitamine in Form von Gemüse, vielleicht Fleisch, Milch und so weiter, letztendlich aus dem Betrieb rausnehmen, verkaufen, in die Molkerei, in die Supermärkte, wo auch immer, direkt an den Kunden. Und die Nährstoffe kommen nicht zurück auf den Acker. Ja. Die Nährstoffe kommen heutzutage in der zivilisierten Welt in die Wasserspültoilette und von da in die Kläranlage über kilometerlange Rohrleitungen und von da in den nächsten Fluss normalerweise und von da ins Meer. Also die Nährstoffe landen da, wo sie eigentlich am wenigsten gebraucht werden, im Wasser. Teilweise im Klärschlamm, aber der größte Teil im Abwasser, in den Flüssen und in den Meeren. Sorgen dafür die Überdüngung und letztendlich fehlen sie auf unseren Ackerflächen, auf unseren Gemüseflächen, wo auch immer, Gartenflächen. Die hagern wir sozusagen, wenn man das Jahrzehnte und Jahrzehnte macht, hagern wir die an Nährstoffen aus. Wenn unsere Sachen wieder zurückkommen würden, wir wirklich im Kreislauf leben würden, bräuchten wir eigentlich überhaupt nicht düngen. Dann haben wir wir düngen mit unseren eigenen Ausscheidungen sozusagen, aber das ist sozusagen, der Topf hat ein Loch, der Krug hat ein Loch, mit dem wir zum Brunnen gehen, da fließen uns da die Nährstoffe raus und wir müssen deswegen ständig auf der ganzen Welt Nährstoffe zusammenkaufen, sei es Phosphor, sei es Kali, sei es sonst was, um die Flächen wieder zu düngen. Das also nur so als erste Annäherung. Also unsere Zivilisation hat sich hier ein System ausgedacht, was definitiv nicht nachhaltig ist, was ständigen Input von außen an neuen Nährstoffen braucht, damit die Bodenfruchtbarkeit, damit die Erträge da sind. Funktioniert erstmal. Das Entsorgungsproblem ist gelöst, okay. Aber über kurz oder lang werden wir da oder haben wir da teilweise ein Problem in der Versorgung der Böden mit Nährstoffen beziehungsweise in der Bodenfruchtbarkeit. So, also das ist schon mal kein so intelligenter Ansatz.
Und dann gibt es viele Varianten, wie man das versuchen kann zu lösen. Ein Klassiker ist die Komposttoilette, dass eben das Material nicht über Kilometer weit in die Kläranlage, in den Bach, in den Meer kommt, sondern dass man die vor Ort hält, vor Ort kompostiert, fermentiert, kompostiert, da erkläre ich dann noch, gerne, auch funktioniert. Und dann, also so behandelt, dass sie sicher sind, weil das ist durchaus problematische Materialien. Ne? Wir hatten durchaus im 19. Jahrhundert Cholera-Epidemien und verseuchtes Trinkwasser, weil diese Fäkalien nicht ordentlich entsorgt wurden, ja, nicht ordentlich behandelt wurden und dann wieder in den Nahrungskreislauf bzw. in den Wasserkreislauf, da ist es besonders gefährlich, gekommen sind. Das heißt, man muss das schon richtig machen. Aber wenn man das richtig macht, dann ist das völlig normal, so wie jetzt in der Natur ja auch ist, dass die Fäkalien von den Bodenorganismen, Mikroorganismen umgesetzt werden und dann den Pflanzen wieder zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich das, was die Komposttoilette nachmacht. Und das kann man dann auch im eigenen Garten umsetzen. Genau. Ja, und die, das System, was wir haben, ist im Grunde ein System, wo wir nicht nur eine einfache Komposttoilette haben, wo wir das Material sammeln und vielleicht stinkt es noch und dann bringen wir es auf den Kompost und dann muss es da wie 3-4 Jahre liegen und dann ist es irgendwann mal wieder zur Erde geworden und dann bringen wir es zurück auf die Fläche. Das ist die klassische Komposttoilette, die das mit Luftsauerstoff, mit aerober Kompostierung umsetzt. Wir haben eine Komposttoilette oder ein System entwickelt, übernommen, haben wir auch uns nicht selber ausgedacht. Wahrscheinlich haben es die Amazonas-Indianer schon vor 5000 Jahren entwickelt und deutsche Forscher und Anwender haben es nachgemacht, wie der Dr. Heiko Pieplo, von dem wir das gelernt haben in Berlin, dass wir die Fäkalien, die den Kot nicht nur aerob kompostieren mit viel Sauerstoff, sondern milchsauer fermentieren. Nein. Anaerob wie Sauerkraut. Wir machen aus Scheiße Sauerkraut. Das ist das Schlagwort, das man sich da merken kann. Wir milchsauer fermentieren den Kot und damit haben wir erstmal eine Geruchsfreiheit. Also wir haben höchstens noch sowas wie einen Fermentgeruch, aber keinen typischen Fäkalgeruch mehr, keine Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff, diese tatsächlich beißenden und giftigen Gase. Und diese milchsauer Fermentation hat ganz wunderbare Eigenschaften, die baut Schadkeime ab, also sowas wie Bakterien und Viren sind nach einer Woche nicht mehr nachweisbar in einer abgeschlossenen milchsauren Fermentation im Kot. Und Parasiteneier, das ist so das, was in den Tropen immer eine große Rolle spielt, Wurmeier, Parasiteneier, bei uns geringfügig ja eine Rolle spielt, weil der Frost da viel wegräumt, aber das braucht 4 Wochen Fermentation und dann sind die auch sicher verschwunden. Mhm. Und in der normalen aeroben Kompostierung dauert das 1-2 Jahre, bis das alles so sicher weg ist, dass man das, deswegen macht man da eine 2-3-jährige Kompostierung, damit man sicher ist, dass das Material hygienisch ist. So, also mit der milchsauren Fermentation können wir den Prozess enorm abkürzen. Wir sichern die Nährstoffe, dass die nicht in die Luft gehen. Bei der aeroben Kompostierung wird es gerne warm und die Nährstoffe gehen, viel Stickstoff geht in die Luft zum Beispiel. Ja, also das ist die Komposttoilette und unsere Komposttoilette im Vergleich. Wir machen sozusagen eine Milchsauerfermentation und dann kann man dieses Material, Sauerkraut, Kot kann man dann nehmen, entweder ganz normal auf den Kompost bringen und eine Saison kompostieren und benutzen oder zum Teil sogar direkt eingraben. Also wenn man einen schönen Obstbaum hat, dem man jetzt was Gutes tun will, dann macht man rundherum 3-4 Löcher, ein bisschen am Rande der Baumscheibe, tief, füllt das mit dem Material, schön verdichtet da rein, Erde wieder drauf, dann kann das da ganz in Ruhe in der Erde sich weiter umsetzen. Und der Baum geht da ran und man wird das sehen an den Ästen. Wenn man das nur auf einer Seite macht, dann sieht man richtig, dass auf der Seite starke neue Äste wachsen, dass da ganz stark Energie daraus zieht. Ist ja faszinierend. Wie passiert denn jetzt diese milchsaure Vergärung? Macht ihr da irgendwie was rein oder wie passiert das? Genau, also wir haben im Wesentlichen
ist unsere Kompostlette. Ich habe es ja hier stehen, meine Kompostlette, zum Maximum. Das ist unser einfaches Modell aus Kunststoff. Wir haben auch noch eine Holzvariante. Moment, ja. Genau, so kann man es super gut sehen. Ja. So. Also das ist unsere Kompostlette und die ist im Wesentlichen ein Eimer mit Deckel. Das ist also, deswegen könnte es irgendwo auch jeder nachbauen oder wenn man irgendwo anders auf der Welt ist und die Toilette da nicht hinkriegt, das kann auch jeder selber basteln. Ein Eimer mit Deckel und ansonsten nur noch ein Gehäuse mit dem drauf sitzen kann und dass man so Deckel dann drauf machen kann. Mhm. Und der wird benutzt mit, also da ist es etwas erkennt, aber ich benutze hier nicht ganz richtig, also ich zeige nur. Ja, es ist erkennbar. Ja, aber da kommt der Kot kommt in den Eimer. Mhm. Das ist ja auch beim Menschen so eingerichtet und nicht umsonst so eingerichtet. Wir pinkeln nach vorne und nach hinten. Das hat seine Bewandtnis, weil wenn die beiden Sachen zusammenkommen, fangen die Probleme an. Mhm. Das sehen wir bei der Schweinegülle. Wer jemals Schweinegülle und Schweineställe gerochen hat, oh. Da haben eigentlich ein ganz ähnliches System wie wir, ganz ähnlichen Kot. Und das stinkt zum Himmel, weil wenn die beiden Sachen zusammenkommen, haben wir viel zu viel Stickstoff, dann entwickeln sich Fäulnisprozesse, dann haben wir viel Wasserstoff, Ammoniak. Zwei Sachen, die die Natur nicht umsonst getrennt hat, weil die Fäulnisprobleme und Krankheitsprobleme und Tierprobleme loslegen, wenn wir die zusammenbringen. Deswegen Trenntoilette und in unserem Falle trennen von Hand mit zum Beispiel einer Urinflasche für den Mann oder einer Pipinette für den Frau. Und sieht man, jawohl. Sieht man. Und da wird der Urin abgetrennt. Der Urin kann wunderbar im Garten verwendet werden. Urin ist eine sichere Sache. Es gibt ja auch Menschen, die das für die Haut nehmen, für Wunden, für die Kosmetik oder selber trinken, also ob man das unbedingt machen muss, aber auf jeden Fall schadet es nicht. Es ist ein sicherer Stoff, der jetzt keine Krankheitskeime enthält oder keine Giftstoffe großartig. Das heißt, man kann den direkt verwenden und 1 zu 10 verdünnt im Garten gießen. Also wenn man irgendeine Pflanze hat, gerade jetzt im Frühjahr, wo alles abgeht, wo es im grünen Wachstum ist, dann wollen die Pflanzen Stickstoff haben und sie freuen über jeden Liter Urin, den sie bekommen. Im Frühjahr hat man immer zu wenig. Ja. Wenn alles in Wachstum kommt, im Winter, im Herbst, ist es, brauchen die Pflanzen das nicht so. Da muss man das eher lagern. Oder man mit Pflegespänen oder Holz. Mhm. Kannst du wieder ein bisschen näher kommen, dann hören wir dich besser. Dankeschön. So, aber ich bin auch noch nicht fertig. Ja. Und zwar, was machen wir jetzt mit dem Kot? Ja. So, und da kommt nämlich der Clou, da kommt eine Streu rauf, und zwar eine Streu, die zum einen Holzkohle enthält, ich kann das hier ein bisschen erkennen, Holzkohle, und Gesteinsmehl und Mikroorganismen, also wir haben so eine Mischung, hier Terra-Streu, Holzkohle, Gesteinsmehl, Mikroorganismen, und davon kommt hier eine Tasse, da wo eine Tasse, halbe Tasse auf das Geschäft rauf. Mhm. Und dann hat man sozusagen auch sofort einen Geruchsabschluss. Mhm. Die Holzkohle ist gleich ein Filter für Luft, weil Holzkohle kann man ja sogar, der saugt sofort alle Gerüche auf. Mhm. Und gleichzeitig sind da Mikroorganismen drin, die dafür sorgen, dass es eben nicht fault. Es sind Milchsäurebakterien drin, diese effektiven Mikroorganismen, EMs, diese Milchsäurebakterien, Hefen, die sorgen dafür, dass es nicht fault, sondern milchsauer fermentiert. Selbst so ein schwieriges Material wie Kot kann man mit EM milchsauer fermentieren. Machst du deinen Rechner wieder ein bisschen gerade, die Kamera? So. Dann sehen wir uns besser. Wunderbar. So, das ist, und dann Deckel drauf und gut ist. Und nach 4 Wochen ist der Eimer voll.
Also wenn man als Einzelperson ihn einmal benutzt, also man produziert gar nicht so viel Code am Tag, wie man denkt, ne? Das Wunder, was man da leistet, wenn man auf Toilette geht, nee, das sind nur 150, 200 Gramm am Tag. Ah, so wenig. Durchschnittswerte und die, das heißt der Eimer und dann noch so eine Tasse von der Streu drauf und dann dementsprechend hat man ungefähr nach drei, vier Wochen den Eimer gefüllt. Dann gibt es einen zweiten Eimer zum Wechseln, dann bleibt der erste Eimer 4 Wochen stehen, der zweite Eimer fermentiert durch und dann der erste Eimer kann 4 Wochen durchfermentieren, der zweite Eimer kann dann wieder befüllt werden und so dann in einem Wechsel, sodass man zumindest als Einzelperson das so direkt machen kann. Wenn man für mehreren Personen die Toilette benutzt, dann würde man das Material in der Miete kompostieren. Komposthaufen, Spezialkompost, machen einen Stapelkompost mit möglichst wenig Sauerstoff, den man mit Folie abdeckt, sodass man da die Milchsauerfermentation ungestört ablaufen lassen kann. Genau, also das ist unser Komposttoilettensystem mit Holzkohle. Und die Holzkohle hat eine besondere Bewandtnis, da geht es nämlich um Terra Preta. Also das war auch nicht die Idee von deutschen Forschern oder so, sondern diese Idee kam tatsächlich von den Amazonas-Indianern schon vor 4.000 Jahren. Man findet nämlich im Amazonasgebiet in Brasilien, Kolumbien, also da in diesem größten Flusslandschaft der Erde, findet man relativ viel, 1-10%, je nachdem, wie man die Grenze zieht, was Terra Preta ist, findet man eine Schwarzerde. Eine Schwarzerde, die da eigentlich nicht existieren sollte, weil es da so warm ist und so feucht ist, dass da eigentlich nur alles organische Material sich sofort abbaut. Also wenn ein Blatt bei uns in Deutschland zu Boden fällt, dann braucht das ein halbes Jahr, ein Jahr, bis das komplett verrottet ist. Im Regenwald dauert das ein bis zwei Wochen. Dann ist es komplett verschwunden. Dann haben die Pilze reingewachsen, dann haben das Würmer gegessen, dann ist das abgebaut bis offen. Also wir haben ungefähr eine verzehnfachte mikrobiologische Abbaurate, Umbaurate des organischen Materials. Und deswegen gibt es keinen Humus. Weil Humus ist ja organisches Material und die Mikroorganismen sind da sowas von unterwegs, dass Humus sich nicht anreichern kann, weil die Humus bei uns ist vor allen Dingen deswegen da, weil die Mikroorganismen nicht hinterherkommen, den organischen Material vollständig abzubauen. Weil zu kalt ist wahrscheinlich. Deswegen ist es bekannt, Regenwaldböden, besonders schlechte Böden, völlig versauert, tiefgründig ausgewaschen, und eben humusarm. Und deswegen haben alle tropischen Pflanzen, Bäume und so ganz flache Wurzeln. Die gehen ja zig Meter weit in alle Richtungen, aber immer nur ganz oberflächlich, weil sie wissen, da sind die Nährstoffe und sie müssen da schnell ran, bevor die im Unterboden verschwunden sind beim nächsten Sturzregen. Und das ist der Normalzustand. Deswegen sagt man, im Regenwald kann es keine Zivilisation geben. Da hätte nicht eine Städte oder so, hätten sich da nicht entwickeln können, war bis vor 20 Jahren Konsens in der Wissenschaft. Städte, Zivilisationen kann es da nicht geben, weil man kann da keine Landwirtschaft betreiben, weil der Boden sofort kaputt ist und man muss immer diese Wanderfeldlandwirtschaft betreiben, damit man doch noch ein bisschen was ernten kann und so kann man keine Städte aufbauen. Und dann gibt es aber eben neue archäologische Erkenntnisse bzw. Funde von dieser Schwarzerde. Und man erstens fragt, wo in Gottes Namen kommt hier eine Schwarzerde her? Wie kann die hier entstehen? Wie kann die hier stabil sein? Und man findet tatsächlich im weiteren Sinne, also Gartenstädte. Der Michael Heckenberger hat da ausgegraben, ein US-amerikanischer Archäologe, Städte mit 15.000 Einwohnern und mehr. Offensichtlich in typischen Runddörfern, die Leute zusammengelebt haben, in der Mitte der Festplatz, außenrum Schwarzerde. Mit Schwarzerde. Wo sie dann tatsächlich dauerhafte Landwirtschaft betrieben haben und sehr, sehr effizient, also mit extrem hohen Flächenerträgen da an Bord kommen. Genau, also das ist diese Terra Preta, dieses Rätsel der Bodenkundler, was die Aufmerksamkeit aller Landwirte und Gärtner inzwischen auf der Welt auf sich gezogen hat. Wie in Gottes Namen haben die das gemacht? Und einer der Schlüssel dafür, einer der wesentlichen Schlüssel dafür scheint Holzkohle zu sein. Also wir haben, die Amazonas-Indianer haben regelrecht offensichtlich bewusst Holzkohle hergestellt, um es in den Boden einzubringen, um organisches Material damit zu fermentieren, zu kompostieren. So. Und
Und man findet in diesen Böden eben 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter in den voll ausgebildeten Terra-Preta-Böden. Quadrat sind 1 Meter mächtig, 10-20% Humusgehalt, die neutral, also die nicht versauert sind, die ganz viel Calcium, Magnesium, Phosphor haben, die auf Jahrzehnte nicht gedüngt werden müssen und die, wo man weiß, diese Böden sind da schon 500 Jahre mindestens alt, 500 bis 7000 Jahre alte Böden, die immer noch da sind, immer noch die Nährstoffe haben, immer noch den Humus haben. Und, und der Schlüssel, einer der wichtigsten Schlüssel ist die Holzkohle. Und Holzkohle ist ein ganz spannender Stoff. Holzkohle baut sich im Boden nicht ab. Jahrtausende im Boden. Was ja eigentlich schon mal seltsam ist. Holzkohle, warum wollen die Mikroorganismen nicht auch Kohlenstoff essen? Aber sie kommen nicht ran. Das Problem ist, die ist so chaotisch vernetzt, die Holzkohle. Die Holzkohle ist ja das, was übrig bleibt, wenn wir Holz unter Luftmangel, Luftabschluss erhitzen, verkohlen. Dann wird das Holzgas, alles, was irgendwie gasförmig werden kann in der Hitze, wird rausgetrieben. Stickstoff wird rausgetrieben, Sauerstoff wird rausgetrieben, Wasser wird rausgetrieben und Wasserstoff wird rausgetrieben, Methan. Und was übrig bleibt, ist ein Geflecht von Kohlenstoffatomen, die sich chaotisch verkettet haben, so wie die Holzzellen üblicherweise. Man kann die Holzzellenstruktur dann noch erkennen in der Holzkohle. Aber chemisch ist das ein Riesenmolekül von chaotisch verketteten Kohlenstoffatomen. Und das ist für Mikroorganismen nicht aufzuknacken, weil die können da mal ein bisschen dran knabbern. Mit irgendeinem Enzym kommen wir da ran, können da mal 2, 3 Bindungen aufschlagen. Und dann verzweigt sich das und dann bleiben sie hängen. Das Enzym wird mit rangehängt, das wird auch inaktiv und Teil des Holzkohlestückchens. Und so schaffen die Mikroorganismen es nicht, die Holzkohle abzubauen. Das ist schon mal das Erste. Die Holzkohle ist stabil. Aber ich habe schon gesagt, sobald die organischen Stoffe da rangehen an die Holzkohle, an diese chaotische Oberfläche, werden sie selber chaotisch. Ah. Also nicht nur so, dass die Holzkohle nicht abbaubar ist, sondern die sorgt auch dafür, dass alle organischen Materialien, die damit in Kontakt kommen, seien es die Wurzelreste, Blätter, Ausscheidungen, was auch immer, die jetzt direkt mit der Holzkohlenoberfläche in Kontakt kommen, die werden am Abbau gehindert. Die werden selber chaotisch, weil die sich da ranbinden an die Holzkohle, mit an die große Oberfläche der Holzkohleteilchen und dabei quasi selber in Unordnung geraten. Und dann einfach zu einem großen Humusteilchen werden, wo die Mikroorganismen wiederum nicht so richtig rankommen, weil sie können zwar mal 1, 2, 3 Moleküle abhacken, aber dann bleiben sie wieder an irgendeiner Verkettung, an irgendeiner Aufspaltung hängen und so, kommen nicht weiter. Deswegen verlangsamt Holzkohle im Boden den Abbau der organischen Substanz. Oben. Und deswegen haben wir sozusagen für jedes Kilo Holzkohle, was wir im Boden haben, je nach Bodentyp, aber so ungefähr nochmal 3 Kilogramm organische Kohlenstoff, der mehr im Boden ist, als er normalerweise drin wäre. Also nicht nur die Holzkohle ist da, sondern für jedes Kilo Holzkohle haben wir nochmal 3 Kilo durch Wurzelreste, Blattstreu, was auch immer, Humus, der sich nicht abbaut, Dauerhumus, der da mehr ist in diesen Terra-Preta-Böden. Also das ist, man sieht schon, es ist nicht nur ein Holzkohlesystem, sondern hängt schon damit zusammen mit dem organischen Material. Und dann kommen die Mikroorganismen ins Spiel, die nächste Ebene. Die Mikroorganismen wohnen in der Holzkohle. Die Holzzellen, die sind ungefähr 1000-mal so groß wie so ein Milchsäurebakterium zum Beispiel. Milchsäurebakterien sind also sehr klein, ein Mikrometer. Die Holzzellen sind 10 bis 20 Mikrometer groß, also haben ungefähr das 1000-fache Volumen eines Milchsäurebakteriums. Und dementsprechend ist das wie so eine Wohneinheit für so eine Kolonie von Milchsäurebakterien oder von anderen Bakterien, von Pilzen. Und so ein kleines Holzkohlestückchen ist wie ein Hochhaus für ein Mikroorganismus. Da kann in der einen Wohnung die eine Familie wohnen, in der nächsten Wohnung der Junggeselle, in der nächsten Wohnung die Oma. Wie in einem Hochhaus. Jede Wohnung ist völlig anders ausgerichtet, mit anderen Thema und keine Ahnung, Teppichen und Wand und Möbeln. Und so ist das auch in einem Holzkohlestückchen. Jede
Holzzelle, jede Pore in dieser Holzkohle hat die Möglichkeit, eine andere Mikrobiologie aufzunehmen. Die eine ist mit Wasser, die andere ist trockener, die andere ist Kohlendioxid gesättigt, die nächste hat Sauerstoff, der nächste hat vielleicht viel Schwefel drin und so weiter. Und dann hat man da mal Pilze, mal Ekobakterien, mal und Hefen und was weiß ich, Strahlpilze, Actinomyceten und so weiter. So wird die Holzkohle zu einer Arche Noah für Mikroorganismen. Also die Holzkohle bewahrt die Mikroorganismen davor, gefressen zu werden, weil die Fraßfeinde kommen da nicht rein in die Poren. Die Holzkohle bewahrt die Mikroorganismen davor, auszutrocknen. Und wenn wieder günstige Bedingungen im Boden sind, Nahrung, Wasser wieder da ist, dann können die aus der Holzkohle den Boden sofort neu besiedeln. Also wie eine Arche Noah ist für Mikroorganismen, man kriegt eine viel stabilere Mikrobiologie im Boden. Die bricht nicht immer total zusammen. Auch bei uns zum Beispiel im Winter bricht ja gerne die Mikrobiologie total zusammen und da muss sie sich im Frühjahr erst langsam wieder aufbauen. Wenn man Holzkohlestückchen im Boden hat, wird das viel stabiler, weil die in den Holzkohleporen viel besser überleben und dann den Boden im Frühjahr viel schneller wieder neu besiedeln können, zum Beispiel, wenn wieder Nahrung und Wärme und Wasser da ist. Genau, also das sind so ein paar Geheimnisse dieser Therapeuta. Holzkohle verschwindet im Boden nicht, ist selber Humus, bindet Wasser und Nährstoffe. Holzkohle sorgt dafür, dass mehr Humus im Boden bleibt und Dauerhumus sich im Boden anreichert, sodass man mit der Zeit eine Schwarzerde bekommt, wie bei den Indianerböden, die man übrigens auch sogar, also das war dann auch ein Phänomen, was man bei diesen Therapeuta-Böden beobachten konnte, wenn man die abbaut. Wenn man die bis auf 20 Zentimeter abbaut und nach 10 Jahren wiederkommt, dann sind die nachgewachsen. Ja, faszinierend, ja. Das ist genau dieser Effekt dieser Holzkohle und dieses biologischen Systems, dass das mehr Humus produziert und wieder das anfallende Streumaterial und Organik wieder zu mehr Dauerhumus umbaut. Mhm. Genau. Der dritte Effekt ist halt, dass die Holzkohle eben auch eine Lebensraum für die Mikroorganismen ist. Und die spielen für die Pflanzenernährung eigentlich die wichtigste Rolle oder eine ganz wichtige Rolle, weil sich Pflanzen sehr gerne vermittelt über Mikroorganismen ernähren. Also wir haben heute eigentlich in der normalen konventionellen Landwirtschaft haben wir eine Zwangsernährung der Pflanzen, indem wir denen gelöste Nährstoffe zur Verfügung stellen, wo sie sich nicht wehren können. Die müssen, wenn sie Wasser trinken sozusagen, müssen sie die Nährstoffe aufnehmen, sie werden ständig zwangsernährt. So als wenn wir eine Magensonde drin hätten und ständig Nährstoffe aufnehmen müssten, obwohl wir vielleicht gar nicht hungrig sind, nur weil wir durstig sind, müssen wir das machen. Und das Problem hat man nicht, wenn man viel Humus hat oder einen Boden hat, der viele Nährstoffe speichern kann. Der hat dann eben die Nährstoffe an den Holzkohlestückchen, an den Humuspartikeln, an den Gesteinspartikeln gespeichert, nicht im Wasser des Bodens drin. Das heißt, wenn die Pflanze kann reines Wasser trinken, sozusagen. Und wenn sie Nährstoffe haben will, dann gibt sie das Signal über die Wurzeln. Hallo an die Mikroorganismen. Und wie macht sie das? Sie besticht natürlich. Sie gibt Zucker. Also die Mikroorganismen lieben Zucker. Und 30% des Zuckers, den so eine Pflanze produziert, das ist ja das, was sie in den Blättern macht, Photosynthese, Wasserstoff, Zucker, 30% des Zuckers, den so eine Pflanze produziert, gerade Gräser, gibt sie über die Wurzel ab an die Mikroorganismen. Also das würde man sich jetzt fragen, meine Güte, 30% der ganzen Leistung gehen einfach so in den Boden, aber damit bezahlt sie für die Nährstoffe, für auch Schutz vor Fraßfeinden und Krankheitskeimen, züchtet sich sozusagen ihre eigene Mikrobiologie dicht an der Wurzeloberfläche und gibt denen auch ganz spezielle Aufträge. Keine Ahnung, ich brauche Phosphor, ich brauche Wasser, ich brauche Schwefel oder was auch immer. Stickstoff ist ja der Spezialfall, ist diese Mykorrhiza, wo diese Pilze richtig reinwachsen in die Wurzel, aber das Phänomen gibt es eigentlich bei allen Pflanzen, die dann keine Mykorrhize haben, aber eben mit Bakterien arbeiten an der Wurzel. Und jede Pflanze hat ja auch ihre eigenen Bakterien, ne? Also ein Kohl hat andere Bakterien. Dann gibt es immer, also Milchsäurebakterien und Hefen und so, die sind überall und auch dicht immer an der Wurzel mit dran. Aber es gibt tatsächlich dann, das ist dann sehr speziell,
Aber es gibt tatsächlich für viele Pflanzenarten, sage ich mal, Kohlpflanzen zum Beispiel oder Kiefern oder ne, gibt es dann spezielle Pilze oder spezielle Bakterien, die dann besonders gut funktionieren im Zusammenspiel mit der Wurzel, die sich da gezüchtet haben. Ja, so, jetzt sind wir aber verdammt tief. Ja, kann man sich diese Asche eigentlich selber herstellen? So, Klarenten-Molken. Die Kehle anfeuchten. Ja, also das ist die Holzkohle. Mhm. Und ja, Holzkohle kann man relativ einfach herstellen. Was macht der Köhler? Der Köhler verbrennt, also der Köhler hat meistens, wenn er Holzkohle herstellt, diese klassischen Köhlermieten, ja. Stapelt der Holz auf, macht so ein paar Luftlöcher rein, sodass fangen kann zu glühen, zu kohlen, dass sie heiß wird, aber er lässt nicht genug Luft dran, dann macht er die Luftlöcher zur rechten Zeit wieder zu, dass er nicht der Haufen durchbrennt, sondern dass er jetzt nur heiß wird und dann entsprechend das Holzgas rausgetrieben wird, aber die Kohle übrig bleibt. So, wie kann man das denn vielleicht im Kleingarten nachmachen? Sehr schön, ja. Und die eine Variante, das im Kleingarten nachzumachen, ist der sogenannte Kon-Tiki. Eine Entdeckung von Hans-Peter Schmidt vom Ithaka-Institut in der Schweiz, man ganz viele archäologische Funde findet mit Erdlöchern mit Holzkohle drin, wo man sieht, oh, da wurde offensichtlich ein Feuer drin gemacht, in einem kegelförmigen Erdloch oder auch in so einer Art Graben oder wie auch immer, verschiedene Formen, aber meistens irgendwie erdlochmäßig, kegelförmig, und dass die scheinbar bewusst in Löchern Holz verbrannt haben, um Holzkohle zu produzieren. Und das Schöne an einem Loch ist, wenn wir uns ein kegelförmiges Loch vorstellen, es kommt nur Luft von oben ran. Mhm. Luft ran, von den Seiten kann keine Luft ran. Also von unten durch die Erde, hier kommt ja nichts, nur von oben. Und wenn man in so einem Erdloch ein kleines Feuer macht, fängt man erstmal mit dem kleinen Feuer an, macht ein bisschen Glut, ein bisschen, dann kann immer das, was wir neu nachlegen, die Äste, das kann alles sein, ne? Das kann das Beste sicherlich im Kleingarten ist so ein Astschnitt von Obstbäumen oder so, ne? Aber es gehen auch, keine Ahnung, Kienäppel oder sogar Stroh, solange es nur halbwegs trocken ist. Alles, was man oben rauflegt, ist das. Das brennt, wird zuerst mal heiß, da brennt zuerst mal das Holzgas ab. Die Luft von oben kann nicht runter in die Glut rein. Die Glut ist beschützt davor, die Glut verbrennt nicht weiter und wir müssen immer wieder nachlegen. So kann man auch ein Feuer machen, fast ohne Rauch, indem man eben nicht zu viel nachlegt. Wenn man genau so viel nachlegt, dass das Holzgas gut verbrennt. Wenn man eine schwarze Wolke hat, weiß man, oh, man hat zu viel nachgelegt. Wenn es anfängt, dass die Flamme runtergeht und dass die Glut einen Ascheschleier bekommt, dann hat man zu langsam nachgelegt. Dann muss man wieder mal nachlegen. Dann kann man also ganz schnell rausfinden, ah, jawohl, ich muss jetzt was nachlegen. Kommt man ganz schnell in den Rhythmus rein, dass man erstens ein fast rauchfreies Feuer macht und zweitens ganz schnell sich einen Glutberg oder Berg nicht, einen Glutkegel in der Erde aufsammelt, ansammelt, der eben nicht weiter verkohlen kann, nicht weiter verbrennen kann, verarschen kann, weil er keinen Sauerstoff kriegt, von oben immer wieder geschützt. Und dann ist der nächste Schritt, das mit Wasser abzulöschen oder mit Erde zu bedecken, sodass gar kein Sauerstoff mehr rankommt, beziehungsweise es komplett abgelöscht wird. Und dann kriegt man sogar noch so einen Aktivkohle-Effekt. Wenn man mit Wasser ablöscht, dann sprengt das nochmal diese Strukturen auf, die wird dann auch relativ leicht in der Hand zu zerbröseln, dann kriegt ihr eine ganz große Oberfläche, die Holzkohle, und wird sehr schnell sehr wirksam. Ja, so kann man sogar seine eigene Grillkohle herstellen, wenn man will, dann nicht mit Wasser ablöschen, weil dann will man nicht diese flüssige Kohle haben. Eben genug Kohle herstellen, wenn man es mit Wasser ablöscht, sogar eine Kohle, die leicht zerkleinerbar ist, mit dieser Erdlochmethode. Und die hat der Hans-Peter Schmidt Kon-Tiki genannt. Kon-Tiki nach dem Feuergott, wo war der? Die Philippinen oder so.
von Thor Heyerdahl. Der Thor Heyerdahl hat seinen Floß nach dem Feuergott benannt und eigentlich etwas passender hat Hans-Peter Schmidt sein Holzkohleprinzip in einem Kegel oder in der Pyramide, in der umgedrehten Pyramide benannt. Da gibt es Blechvarianten von oder Stahlvarianten, die natürlich relativ teuer sind, aber man kann das, wie gesagt, in jedem Erdloch machen. Und diese findet man. Solche Erdlöcher, solche Gargruben findet man zum Teil auch gerade bei uns hier in Niedersachsen, in Mecklenburg, in Deutschland, querbeet, findet man da zum Teil seltsame, kilometerlange Reihen von solchen Gargruben, wenn man da Ausgrabungen macht aus der Bronzezeit, nee, nicht Bronzezeit, aus der Steinzeit, ich glaube, es war also vor 3.000, 4.000 Jahren, aus der Spätsteinzeit oder so ähnlich, findet man also ganz viele von solchen Gruben. Und die waren auch so ein bisschen das Vorbild davon, wie man das machen kann. Also das kann jeder in seinem Kleingarten machen, wenn er solch Astholz hat, kann er selber Holzkohle herstellen mit der Erdkontiki-Methode. Ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit, das haben wir bei uns auch, das haben wir jetzt neu herstellen lassen, dass man das beim Kochen macht, selber Holzkohle herstellt. Das ist unser Fiaterra-Kocher. Und der Clou dabei ist, dass man damit kochen kann. Man kann hier also einen Topf draufstellen. Hier oben auch einen richtig schweren, 10 Liter Topf ist kein Problem, oder auch eine Pfanne. Und man füllt den mit kleinen Holzresten, Ästen, Pineapple, möglichst trockenes Material. Und die entscheidende Punkt ist, dass da wenig Luft rankommt von unten. Wir haben nur kleine Luftlöcher von unten. Wir haben Luftzuführung dann von oben, an der Seite lang von oben hier, mit diesen Schrägen. Löchern. Und so kann man dann auch Holz nachlegen und so lange kochen, wie man will. Und übrig bleibt eben 1, 2, 3 Liter Holzkohle. Und die würde man dann, damit es nicht weiter brennt, würde man die dann mit ein bisschen Wasser ablöschen zum Beispiel. Ein bisschen Wasser rübersprenkeln, dass es ausgeht. Ja, so kann man gleichzeitig kochen. Also wenn man einmal am Tag kocht, dann hat man schon genug Kohle für seine Toilette, für seinen Kompost. Man mit den Dingen dann schon versorgt. Und die Dinger, also ich habe da auch selber meine Eier mit gebraten und habe das ein paar Mal ausprobiert und wir haben jetzt auch schon, keine Ahnung, reines Stück verkauft. Funktioniert genial. Also finde ich eine tolle Idee. Diese Pyrolyse-Kocher, die gibt es schon länger, aber wir haben den etwas verfeinert, aus einem Campingkocher umgebaut sozusagen, sodass der auch klein zusammengebaut werden kann und nicht mehr so teuer ist. Ich finde das insofern auch toll, weil das in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht mal Strom ausfällt, man ja immer eine Möglichkeit hat zu kochen. Genau, da gibt es ja alle möglichen Hightech-Camping-Varianten. Aber mit dem Ding hier einfach, ne, keine Ahnung, man ist irgendwo am Feldweg, am Waldrand oder im Garten, ein paar trockene Äste oder Kienäpfel oder was findet man immer. Und kann sofort kochen und ja, also die Flexibilität ist da unglaublich. Braucht man keine Gaskartuschen und keine Spezialsachen, sondern das kann man jahrelang ohne Input, ohne sonstigen Input mitarbeiten. Die Idee finde ich total klasse. Ja, gibt es noch etwas, was du uns mitteilen möchtest? So, was haben wir denn jetzt? Also wir haben die Terra Preta aus der Komposttoilette, haben, wie man selber Holzkohle herstellt. Urin ist vielleicht noch ein interessantes Thema, habe ich schon ein bisschen angesprochen. Das ist dann auch immer so, Klopapier, Papier, prinzipiell alles mit rein, inklusive der Klopapierrolle, also der inneren Papier, Papprolle. Also es gibt nichts, was Regenwürmer mehr lieben als fermentiertes Papier. Also wenn ich in meine Komposte reingehe, da finde ich mitunter Pappstückchen, die nur von Regenwürmern besetzt sind. Also das ist das Erste, wo die rangehen. Also, zack, da kann man hier so 100 Gramm Regenwürmer mit so einem Pappstück rausholen, weil die alle da dran sitzen und daran rumlutschen. Die haben ja keine Zähne, die lutschen sich das so rein. Genau.
Ich habe noch eine Frage zu dem Inhalt Ja. der Komposttoilette. Ja. Ist der dann komplett durchfermentiert oder muss der noch irgendwo eine Zeit lang rumstehen zum Fermentieren? Also wie bei Sauerkraut, er sieht noch genauso aus wie vorher. Ist nur ein bisschen labbriger sozusagen und riecht nicht mehr nach Kot. Aber er sieht noch genauso aus und das ist natürlich jetzt nicht so schön, um das auf dem Gartenbeet direkt zu machen oder so. Also wenn man eine krümelige Komposterde haben will, dann müssen wir noch Sauerstoff, dann muss noch eine aerobe Kompostierung da hinterherkommen. Man kann das also ganz normal auf dem Kompost machen und eine Saison durchkompostieren und dann ist das schwarze Erde nach 3, 4 Monaten. Das wäre die Variante, das nochmal über eine kurze Kompostierung zu geben zu lassen oder eben direkt auf Gemüseflächen oder so passt das dann nicht in der Form. Aber für Büsche, Bäume kann man das durchaus auch einfach eingraben. Das könnte man doch theoretisch auf dem Gemüsebeet auch eingraben, ne? Ja, wenn man, ja, kann man im Gemüsebeet auch eingraben, genau. Ja. Ja. Wir machen es normalerweise, mache ich es um die Büsche und Bäume, beziehungsweise bringe es auf den Kompost. Mhm. Nochmal so eine Sicherheitsstufe, dass dann auch wirklich, falls die Fermentation nicht geklappt hat, dass auf jeden Fall auf dem Kompost dann hygienisch geworden ist. Tust du das auf einen normalen Kompost oder machst du einen extra Kompost nur? Bei mir läuft alles über den gleichen Kompost. Küchenabfälle, Gartenabfälle, Stauden, Schnitt, was weiß ich, alles auf einen Kompost. Und der wird dann auch, also wir machen einen relativ schnellen Kompost, der also relativ keine 2, 3 Jahre halt, sondern typischerweise ein halbes Jahr oder so. Mhm. Manchmal nur 3, 4 Monate im Sommer, dann ist der Kompost fertig und wird schon verwendet. Wie machst du das, dass der so schnell ist? Ja, das eine ist natürlich, dass ich gar nicht so einen perfekten, schwarz, feinkrümeligen Kompost brauche. Ja. Das ist gar nicht so gut. Aber der Clou ist natürlich die Mikroorganismen. Wir bringen diese effektiven Mikroorganismen da rein, die auch schon in der Streu sind. Das habe ich ja vorhin gesagt, dass diese Streu mit der Holzkohle, die hat die Mikroorganismen auch schon drin. Beziehungsweise, wenn wir den Kompost mit Mikroorganismen durchfeuchten, 1:200 verdünnt, also 50 Milliliter von diesen Mikroorganismen, dieser Art Sauerkrautsaft, ne, Melasse Sauerkrautsaft, könnte man sagen. Wenn wir das damit den Kompost durchfeuchten, dann geht der doppelt so schnell, riecht nicht, kriegt eine bessere Qualität, verliert weniger Nährstoffe und das ist da die Turbo-Variante sozusagen. Und dann machen wir auch den Kompost meistens noch eine Phase, eine anaerobe Phase. Also so wie bei der Toilette, ein Stapelkompost, dass wir den Kompost nicht luftig und locker aufbauen und viel Luft dran lassen, was auch funktioniert. Ne? Also diese klassische aerobe Kompostierung funktioniert wunderbar. Das ist nicht so, dass das kann auch sehr schnell gehen. Wenn man da 2, 3 Mal umsetzt, ist der auch innerhalb von 2, 3 Monaten fertig. Also es ist nicht so, dass ein aerober Kompost jetzt gar nicht funktioniert. Braucht aber viel Arbeit, man muss viel umsetzen und man verliert relativ viel Nährstoffe durch die starke Erhitzung, wird sehr viel abgebaut und geht viel in die Luft verloren. Und das vermeiden wir. Wir machen einen kalten Kompost, lagern den dicht nach dem Stapelmist-Prinzip. Weiß nicht, ob du das mal gehört hast, die Bauern früher bei den Pferdehöfen sieht man es manchmal noch, dass sie so einen Stapelmist machen. Die normalen Bauernhof, da war der Misthaufen, war der Stolz des Bauernhofs, der war in der Mitte und der war ganz perfekt gezirkelt und da guckte man im Dorf da drauf, macht er auch seinen Misthaufen ordentlich. Ne? So, es war nicht so wie heute, alles auf einen Haufen und wird schon irgendwas passieren, sondern das war ein sogenannter Stapelmist. Mhm. Und da gab es auch schöne Sprüche für, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Mhm. Feucht halten, festtreten, anaerobe Verhältnisse, da kommt wenig Luft rein. Mhm. In so einem klassischen Bauernhof hatte man ja eben nicht nur Schweine oder so, sondern eben auch Kühe zum Beispiel, Rindermist. Und Rindermist, Kuhmist ist schon fast EM, sind schon fast diese Mikroorganismen, weil die Kuh in ihrem Pansen, die Kuh ist ja, ne, wir sind die mit dem großen Kopf, mit dem relativ kleinen Verdauungssystem und unsere ganze Leistungsfähigkeit ist sozusagen in den Kopf gewandert. Bei der Kuh ist die komplette Leistungsfähigkeit im Pansen, im Bauch, im,
Verdauungssystem. Deswegen spricht man ja von vier Mägen und so weiter. Und die haben halt im Wesentlichen eine wahnsinnige Fähigkeit, Mikroorganismen in ihrem Bauch zu züchten. Mhm. Anders als wir, wie wir die Mikroorganismen regelmäßig gut zuführen müssen, damit wir eigentlich gesund bleiben. Die Kuh hat eine wahnsinnige Fähigkeit, selbst schlechtes Futter zu essen und das in ihrem Magen, Darm, wesentlich in Pansen, in diesem Vormagen. Der Vormagen von so einer Kuh ist so groß wie die Badewanne, wo diese Fermentation stattfindet, die dann auch gesteuert wird über nochmal Kauen, ne, deswegen Wiederkäuer. Und, also hat die Kuh ganz viele Tricks, wie sie diese Fermentation hinkriegt und im Grunde so eine Mikrobiologie stabil hält. Eine Mikrobiologie mit Milchsäurebakterien, mit Hefen, mit Produktion. Und wenn die das ausscheidet, dann haben wir im Grunde, wenn es eine gesunde Kuh ist, die kein Kraftfutter gekriegt hat und im Stall stand, die ganze, also wie heute die überzüchteten Milchkühe, dann ist das eigentlich ein Heilmittel, was die Kuh da hinten, oder eine Mikroorganismenbombe, positive, was sie da hinten ausscheidet. Und wenn das früher auf dem Stapelmist beim Bauern kam, dann hat er also die Mikroorganismen definitiv auch gehabt, die guten. Wenn er dann die Mischung richtig gemacht hat und eben diese anaeroben Verhältnisse gemacht hat, dann hat er da so Stapelmist, Stapelkompost, hat er diese Milchsäurefermentation im Mist gehabt, die dann auch zu besonders viel Humus führt. Und genau das machen wir auch, nach dem gleichen Prinzip, festtreten, also durchfeuchten, festtreten, am besten noch mit einer Folie abdecken oder so ein bisschen abdecken, vielleicht auch mit Pappe oder so, dass das nicht so schnell austrocknet und nicht so viel Luft rankommt. Und dann haben wir also auch eine anaerobe Fermentationsphase im Kompost. Und im zweiten Schritt nimmt man dann einfach nach 4-8 Wochen, nimmt man die Plane, die Folie ab, lockert das gleich ein bisschen auf, lässt das weiter liegen, dann kommen die Würmer und können das weiter umsetzen und dann wird das sehr schnell Kompost. Diese Vorfermentierung, diese Fermentierung mit dem, wie bei Sauerkraut, so wie bei uns. Für uns ist Sauerkraut auch besser zu verdauen und überhaupt zum Teil können wir richtig verdauen, da würden wir kaum Energie und Nährstoffe rausziehen können. Erst wenn die Mikroorganismen das vorverdaut haben für uns, dann schaffen wir es, das zu verdauen. Und so geht es den vielen Bodenorganismen auch, dass den und in den Kompostwürmern und so weiter, dass diese Vorverdauung, dass diese Milchsäurefermentation, das umzusetzen. Und deswegen beschleunigt das die anschließende Kompostierung. Ja. Urin wollte ich noch genau erzählen. Genau. Urin ist also, wenn man seinen Nährstoffkreislauf schließen will, das ist ja so ein bisschen das Thema heute, dann ist die Kühe sozusagen, ne, das ist die schwierige Sache, wo man dann tatsächlich einiges an Investitionen und Intelligenz mitbringen muss, ist die Komposttoilette. Aber wenn man es ganz einfach machen will und 90% der Wirkung erreichen will, dann braucht man nichts weiter als seinen eigenen Urin. Weil tatsächlich ein Großteil der Nährstoffe scheiden über den Urin aus. Also Stickstoff auf jeden Fall, aber auch Phosphor, Kali, Magnesium und so weiter. Die Großteil der Nährstoffe, alles was wir aufnehmen, was in unseren Blutkreislauf kommt, wird dann über die Niere, dann wirklich über den Urin ausgeschieden. Also am Ende landet das eigentlich alles sehr Wertvolle landet im Urin. Mhm. Und das ist tatsächlich, wenn man das mal Gramm für Gramm Magnesium, Stickstoff, Phosphor oder so aufschlüsseln würde, dann sind das 80-90% der Nährstoffe, die über den Urin ausgeschieden werden. Das heißt, nur so eine kleine Urinflasche und schon hat man 80-90% seines Nährstoffkreislaufs geschlossen. Wenn man die dann regelmäßig im Garten trägt und gerade im Frühjahr, jetzt, wenn die Pflanzen im grünen Wachstum sind, dann lieben sie es, mit Urin gegossen zu werden, 1:10 verdünnt. Gehen die richtig ab. Man sieht das, dass die Blätter groß und grün werden. Wenn die Blätter klein und gelb sind, wie die jungen Blätter, die neu bilden, bei der Tomatenpflanze zum Beispiel, dann weiß man, oh, da ist ein bisschen Nährstoffmangel, da muss ich was tun. Und das Schnellste, was man tun kann, ist Urin, 1:10 verdünnt, auf die Gießkanne, 50 Milliliter, damit das gut umgesetzt wird, nicht faul. Und dann habt ihr sofort einen Wachstumsschub. Kann man auch mit Blumenpflanzen, also mit den Blumenkübeln machen, kann man mit Büschen und Bäumen machen, aber gerade so die oder Wiese oder so auch mit dem Rasen, ne? Wenn man nicht jeden Tag, jedes Jahr Rasendünger kaufen will, kann man den auch mit Urin düngen. Man produziert ungefähr 500 Liter Urin pro Person und Jahr. Das ist ja eine Menge.
so 1,5-2 Liter am Tag. Das ist auch wieder ein Durchschnittswert. Ne? Die meisten Menschen vielleicht eher so bei 2 bis 3 Liter liegen, aber sagen wir mal so ungefähr 500 Liter im Jahr. Und um diesen Urin zu verdünnen, braucht man, wenn man das direkt auf die Fläche ausbringen würde, ungefähr 200 Quadratmeter. 150, 200 Quadratmeter, 2 bis 4 Liter Urin pro Quadratmeter ist eine sehr gute Düngung. Ist so eine Düngung, wie ein Maisfeld gedüngt wird von Bauern. Mhm. Also dementsprechend der typische Kleingarten kann also von einer Person eigentlich mit Urin schon sehr gut gedüngt werden. 200 Quadratmeter hat man, wenn man seinen kompletten Urin in den Garten kriegt und da verwendet, dann hat man eigentlich schon mal eine wunderbare, wo man fast keine anderen, also Schnelldünger auf jeden Fall, Stickstoffdünger hat man dann genug. Mhm. Und dann eben den Kompost und so, dann hat man auch die Organik und den Phosphor und so weiter. Ja. Kann man da auch schon Jungpflanzen und so mit anziehen oder ist das erst nachher? Samen wollen ja noch gar keine Nährstoffe haben, deswegen gibt es ja die Aussaaterde, die besonders reif ist und kaum Nährstoffe hat. Also die eher noch nicht, aber wenn die dann ihre ersten richtigen Blätter kriegen und Nährstoffe brauchen, wenn es dann losgeht ins Wachstum, dann freuen sich auch die kleinen Pflänzchen schon über Urin. 1:10 verdünnt ist auch für die okay. Also bei den Eltern, die getimt sind, können die auch schon die Düngung gebrauchen. Genau, ich würde sagen, wenn das erste richtige Blatt kommt, dann freuen sie sich auch schon über eine Urindusche. Also sprich, die, keine Ahnung, wenn man, denken wir mal an die Buschbohne, da kommt erstmal die Buschbohne mit die ihre beiden Keimblätter rausschiebt und dann kommt das erste richtige Buschbohnenblatt. Wenn das zu sehen ist, kann man loslegen. Okay. Noch eine Frage, weil viele ja im drinnen anziehen, stinkt das Ganze? Ist jetzt bestimmt eine Frage. Ja, das ist ja dann die Sorge tatsächlich. Also ich hatte das mal eine Weile in meinem Wohnzimmer stehen. Man sieht es ja kaum, wenn man das so zugeklappt hat, dann ist es gar nicht mehr so auffällig. Sieht es nur so aus wie irgendeine Kiste. Also ein Eimer hat einen Deckel. Solange der Deckel ist geruchsdicht, dann ist erstmal zu, dann riecht es sowieso nicht. Die Holzkohle, die wir reinmachen, die Streu, sorgt ja dafür, dass Gerüche sowieso aufgesaugt werden, weil Holzkohle ist ja ein idealer Luftfilter. Und schon, also das ist das zweite schon mal, es wird eigentlich alle Gerüche, soweit die Holzkohle das schafft, da schon mal aufgenommen. Und das dritte ist, dass eben jetzt nicht da eine Fäulnis drin stattfindet. Die Fäulnis würde dann viel Methangas und Schwefelwasserstoff und so weiter produzieren. Das wird eben unterbunden durch die richtigen Mikroorganismen, sondern es wird fermentiert, sodass wir, wenn wir den Eimer aufmachen, haben wir noch so einen Fermentgeruch, aber keinen Fäkalgeruch mehr. Mhm. Ja, ich also meine, ist es quasi beim Urin, wenn wir den jetzt vergießen an die Jungpflanze. Ach so, okay. Ja, der ist Urin, wenn der länger gelagert wird, also frischer Urin riecht relativ wenig. Wenn man den am gleichen Tag rausbringt, hat man so gut wie keinen Geruch. Wenn man den eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen stehen lässt, dann fängt der richtig an zu stinken. Warum? Urin ist Harnstoff. Harnstoff ist Ammoniak, ich glaube, vierfaches Ammoniakmolekül. Und Ammoniak ist das, was so riecht. NH3 ist ein Gas, ist stechendes, beißendes Gas, was aber ein Pflanzendünger ist. Also Ammoniak, die Pflanzen lieben Ammoniak, die nehmen das direkt auf und Ammoniakdüngung sind die total begeistert von. In der Konzentration beziehungsweise in dem, für uns ist das jetzt nicht angenehm. So, also es ist trotzdem nicht giftig oder so, auch wenn der Ammoniak drin ist, aber es riecht eben nach Ammoniak und das riecht streng. Und wenn man es frisch verwendet, gibt es das Problem nicht. Wenn man es mit EM mischt, gibt es das Problem auch nicht. Mhm. Und ich mache das tatsächlich schon so und dann funktioniert das auch sehr gut, dass ich das schon, also ich habe dann so einen 5-Liter-Kanister und da mache ich gleich schon mal 250 Milliliter von den Mikroorganismen rein, von diesen Art Sauerkrautsaft, ne, diesen effektiven Mikroorganismen. Und das sorgt dafür, dass dieses Harnstoffmolekül sich nicht aufspaltet. Mhm. Normalerweise würde das Harnstoffmolekül eben nach ein paar Stunden, Tagen anfangen zu zerfallen in Ammoniak. Und die Mikroorganismen, warum, wie die das machen, weiß ich auch nicht so genau. Aber irgendwie blockieren sie diesen Prozess, also diese Selbstzerfallung des Harnstoffmoleküls halten sie auf. Damit wird der Ammoniak nicht frei und es fängt nicht an zu riechen. Also
Urin mit genug EM drin ist für mehrere Wochen gut lagerfähig. Ne, auch jahrelang auch nicht, dann wird es auch irgendwann zerbrechen, aber für ein paar Tage, Wochen ist das dann geruchsfrei möglich. Und man hat die Mikroorganismen gleich zum Gießen mit dabei. Muss man sie gar nicht mehr in die Gießkanne machen. Genau, und wenn man das dann vermischt, 1:10, und an seinen Jungpflanzen gießt, die man eventuell sogar in der Wohnung stehen hat, dann spinnt es auch nicht. Genau. Perfekt. Also, wir brauchen keinen Dünger mehr kaufen, wir machen den jetzt selber. Ja, genau. Also zumindest für einen Kleingarten kann man sich problemlos seine eigenen Nährstoffe wirklich im Kreislauf führen. Mhm. Und das Spannende ist noch, ne, was immer man an so einem Ende eines Arbeitstages oder eines Tages geleistet hat oder was man auf sein Leben zurückblickt, was habe ich in den letzten 90 Jahren gemacht? Wenn man so eine Komposttoilette hatte, dann weiß man zumindest, man hat jedes Jahr 30-50 Quadratmeter von so einer Terra Preta Schwarzerde produziert und diese Schwarzerde ist für die nächsten 10.000 Jahre da und selbst wenn die Nachkommen nicht mehr wissen werden, wer da mal gegärtnert hat oder wer wir mal waren, so wie wir heute von den Amazonas-Indianern profitieren von dem Wissen und von diesen Böden da, die auch genutzt werden. So können dann unsere Nachfahren dann davon profitieren, dass wir Tag für Tag, einmal für einmal dann so eine Erde gemacht haben, die einfach nicht mehr verschwindet. Also es ist ein System, was eben von alleine fruchtbarer wird, während wir ja normalerweise im Garten immer das Problem haben, dass wir ganz viel Organik reinbringen, Mist, Dünger, was auch immer, und dann nach 2 Jahren ist alles wieder wie von vorne. Mhm. Also 2 Jahre nichts gemacht, dann ist der Boden wieder hart und nährstoffarm und alles ist abgebaut und alles ist weg. Hier ist es genau andersrum. Wenn wir nichts machen, wenn wir hier diese Holzkohle und diese Nährstoffe, also die Mikroorganismen ausbringen, dann kommen wir in einen Aufwärtsprozess. Dann wird der Boden von alleine, wenn wir 2 Jahre nichts machen, bleibt der Boden eben fruchtbar. Solange was darauf wächst, wird er von alleine nährstoffreicher und humusreicher. Wunderbar. Damit tun wir ja ganz effektiv etwas für die Mutter Erde. Das ist die Idee. Ne? Möchtest du zum Abschluss unseres wunderbar spannenden, informativen Gesprächs den Menschen noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, das war eigentlich das Quadratmeter für Quadratmeter das Paradies schaffen. Perfekt. Marco, ich danke dir sehr für dieses wunderbar spannende, informative Gespräch. Danke. Ich danke dir für die Einladung. Ich bin geehrt, damit machen zu dürfen. Gerne. Tschüss. Bis bald.